Ja, da sind wir zurück in einem uns unbekannten Haus und wir erkunden jetzt mal die nächste Etage. Und dann schauen wir mal, was uns hier so erwartet. Denn wir brauchen... Nein, 36 Kronen brauchen wir nicht. Oh, da liegt ein Brief. Kommen wir da ran? Nein. Wir brauchen einen magischen Schlüssel, um eine rote Truhe zu öffnen. Eine kleine gute Nachtmusik. Mit dem Buch ist ein kleiner Zauber. Es ist ein Lied, was man singen muss. Helen, das wäre doch was für dich. Wie funktioniert das Lied? Helen erlernt kleine Nachtmusik. War das jetzt nötig? Ich weiß es nicht. Gut, ich denke mal, hier haben wir jetzt alles erledigt. Können hier wieder raus. So, was haben wir hier hinten? Da haben wir noch ein Haus. Was haben wir hier? Es ist ein Buch dabei, welches mir interessant erscheint. Achso, es ist kein Buch. Ich habe verstanden, es ist ein Buch. Alan? Was ist? Egal wie auch immer, aber hier sammelt jemand alte Harry Schrotter Bücher und das in dreifacher Ausgabe. Harry Schrotter, okay. Wer kennt Harry Schrotter? Flammentrank. Ich kenne nur Harry Potter. Ah, okay. Das ist alles wieder... Nichts Interessantes. Haha. Da können wir also nichts nehmen, also können wir auch wieder nur eine Etage höher. Komisch, frisch geschnittene Blumen. Die Stadt ist leer, aber es gibt frisch geschnittene Blumen. Das ist allerdings merkwürdig. Flammentrank. Aber überall komischerweise frische Blumen. Deutsche Nationalhymne. Was soll das denn sein? Ach, sie soll angeblich für einen gewissen Alfons Hatler geschrieben worden sein. Alfons Hatler. Da war aber jemand kreativ. Live and Let Die. Es geht um einen Geheimagenten, der Wunder glaubt, was er wäre. Was? Es geht um einen Geheimagenten, der Wunder glaubt, was er wäre. Ach, der Wunder glaubt, wer er wäre. Ah, jetzt habe ich das verstanden. Ein wenig komisch geschrieben. So, hier waren wir noch nicht. Sieht aber nicht wirklich aus, als wenn es hier was gäbe. Gut, also. Wieder ein Haus umsonst. Wieder hinaus. So, was haben wir hier oben? Da haben wir nichts. Ja, hoppla. Dann würde ich sagen, gehen wir mal im Uhrzeigersinn den ganzen auf... Oh! Wir durchwühlen erstmal dein Zimmer, dein Haus, wie auch immer. Diese Klinge sieht schön aus. Sie ist jedoch ohne Griff und ohne Schliff. Ja, das reimt sich. Kann man den da anquatschen? Hallo? Hallo? Wieso ist hier niemand? Bedienung! Nichts, was sich lohnen würde, es zu stehlen. Ich habe gerade schon so gedacht, warum nimmt das nicht einfach mit? Gut, das scheint irgendwie so ein Platz zu sein hier. Das war jetzt... Hä? Nein, auch nicht. Nein, da unten auch nicht. Roter Stein. Ich frage mich, wofür die ganzen Sachen gut sein sollen. Geht da eine Treppe hoch? Ja. Aha. Eine weitere Ausgabe von Unleashing of Chaos. Dieses Buch muss der Hit sein. Ich habe es schon öfter gesehen. Tja, oh, gelber Stein. Warum nur ist dieses Buch ein Hit? Man weiß es nicht. Tja, aber hier können wir auch nichts machen. Also gehen wir weiter. Nichts Besonderes dabei. Tja, aber irgendwo muss da jetzt dieser vermaledeite Schlüssel sein. Ach so, ja. Da waren wir schon. Ja, ist ja gut.
Flammentrank. Tja, war ich hier schon und da schon? Ach, irgendwo muss doch hier jemand sein. Kann doch gar nicht sein. Das sind Früchte. Mullbinder halten. Wo kommen die denn her? Hier scheint es nur verschiedene Kräuter zu geben, die vor allem zum Raumduft beitragen. Sie sollten mal wieder ausgewechselt werden. Ah, hier stinkt ja vielleicht. Ja. Gut, dass ich das nicht riechen kann. So, dann gucken wir uns das hier mal an. Hey, Alan! Schau mal hier! Interessant. Alan erlernt Lichtblitz. Ach ja. Was wir hier so alles erlernen können. Ich wusste... Was? Ich wüsste nicht, was ich in diesem unwichtigen Information anfangen soll. Okay. Ist ja schon gut. Roter Stein halten. Da liegt schon wieder so eine komische Nachricht. Warum können wir die nicht lesen? Blauer Stein. Eine andere Farbe. Na, hier ist auch nichts. Gehen wir mal in die Tasche höher. Schaut mal, auch hier ist ein Buch von Shakespeare. Starkes Bier. Starkes Bier. Hier ist ein Buch von Starkes Bier. Magisches Wasser. Oder ein Buch von Pierre Brice, ein Buch von Bierpreis. Nichts, was lesenswert wäre. Magischen Saft erhalten. Aller Saftladen hier. Tja, hier ist auch wieder nichts, also können wir dieses Haus auch wieder verlassen. Tja, und damit wären wir hier unten schon angekommen. Tja, diese Tür ist abgeschlossen. Aha, warum ist die abgeschlossen? Ich will da rein. Schau mal hier. Hier sind Bücher über das Knochen, über das Kochen und Grillen. Im Grunde scheint hier aber nichts Hilfreiches zu sein. Gelber Stein. Da ist eine Kommode. Nichts Wichtiges. Das auch. 136 Kronen. Schwarz, Schwert am Schwert ist ein alte Socken. Der scheint hier echt so ein kleiner Ganove zu sein, der gute Alan. Er klaut den ganzen Leuten das Geld. Na, schon wieder. Eigentlich nichts Interessantes. Vielleicht das hier. Wie scheffel ich Geld? Lies mal vor. Man nehme die Schaufel in die Hand und beuge sich etwas nach vorne. Dann schiebe man die Schaufel unter die Massen von Geld und man hebe sich. Man erhebe sich und schütte die Schaufel an der Stelle aus, an der man das Geld haben möchte. Im Grunde... Schwachsinn. So, hier können wir auch in das andere Haus gucken. Das ist Nachbarschaftsleben, würde ich mal sagen. Aber... Das bringt uns jetzt nicht wirklich weiter. Nichts Wichtiges. Tja... Gelber Stein. Kleiner Trank. Oh wei, was die Leute so alles in ihren Schränken haben. Faszinierend. Kleiner Trank. Kronos Faktor. Was ist denn das? Das kann ich bei dir beim besten Willen nicht sagen. Ja, da ist auch nichts. Gabeln? Irgendjemand hat wohl keine Ahnung, womit. Kleiner Trank. Ach, da ist auch was drin in den Dingern. Mullbinde. Ah, toll. Tja, da ist also auch nichts drin. Mullbinde. Oh, jetzt muss ich hier alles absuchen.
Na, okay. Tja, ihr Lieben, die 10 Minuten sind rum. Tja, wir sind jetzt einmal im Kreis gelaufen. Wir haben nichts gefunden. Tja, womit wir die Kiste aufkriegen? Ich suche noch ein bisschen weiter. Wir sehen uns im nächsten Teil. Das ist gewiss. Bis dahin, NRW über 18. Adieu.